Morgen, liebe Schüler. Ich möchte den Unterrichtseinstieg heute mit einer Frage beginnen. Und zwar interessiert es mich, was ihr nach der Schule tun würdet, wenn eure Existenz abgesichert wäre. Also wenn ihr, nehmen wir mal an, monatlich einen Betrag von 1000 Euro erhalten würdet, womit ihr zwar nicht vermögend wärt und euch auch keine großen Sprünge erlauben könntet, aber eure Grundbedürfnisse wären gedeckt. Würdet ihr eine Arbeit annehmen oder ja irgendeinem Hobby nachgehen, wofür sonst wenig Zeit bleibt? Was würdet ihr tun? Ja? Ja, also ich würde erstmal gucken, dass alle Vorsorgen so abgedeckt sind, so für später, und erstmal eine Zeit lang schauen, ob ich mit dem Betrag halt klarkomme. Und wenn nicht, dann müsste ich mir halt überlegen, noch einen Job anzunehmen. Dann hätte ich ja trotzdem immer noch dieses Geld und könnte es vielleicht sparen, um mir dann später ein schöneres Auto zu kaufen. Okay. Ja? Ich würde auch gucken, wie ich halt mit dem Betrag auskomme. Würde trotzdem noch weiterhin arbeiten gehen, aber halt dann einen Job annehmen, in dem ich aber Zeit habe, meinen privaten Interessen nachzugehen. Sven? Ja, ich würde auch trotzdem in der Nähe versuchen, einen Job zu machen, wo ich so viel Geld wie möglich verdiene, oder so einen Job halt, der mich auch so erfüllt, weil ich glaube irgendwie, ich habe mein ganzes Leben dann irgendwie gar nichts gemacht und immer nur so das Geld kriegen. Das würde mich jetzt irgendwie nicht so 100% erfüllen, deswegen würde ich schon versuchen, daneben noch irgendwas zu machen. Gut. Ja? Ich glaube, ich würde erstmal ein Jahr irgendwie nur so einen Nebenjob machen und gucken, so Geld habe ich ja dann einfach, ein bisschen Spaß haben und danach dann einen festen Job annehmen, und ich würde auch dann nebenbei arbeiten. Ja? Ich würde mir schon einen Job suchen. Einfach auch, um sich mal mehr leisten zu können, anstatt auch nur das Notwendigste und das, was man auch wirklich braucht, sondern auch, um ein bisschen Luxus zu haben. Okay. Ja, dazu gibt es ein Konzept, das heißt das bedingungslose Grundeinkommen. Und ja, nach Auffassung der Befürworter bleibt die Mehrzahl der Menschen motiviert, dennoch zu arbeiten, trotz Einkommenssicherung. Und ja, also sie sind der Überzeugung, dass die heutige Gesellschaft mit diesem Konzept funktionieren würde. Und dazu stelle ich euch das Konzept von Götz Werner vor, das bedingungslose Grundeinkommen. Kurz zu seiner Person: Er ist am 5.2.1944 in Heidelberg geboren. Er ist der Gründer, Gesellschafter und Aufsichtsratmitglied des Unternehmens DM. Seit 2005 setzt er sich öffentlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland ein, und dazu gründete er die Initiative Unternehmen die Zukunft. Ich habe euch eine Definition mitgebracht, die ist von der Bundeszentrale für politische Bildung, und das bedingungslose Grundeinkommen wird wie folgt definiert: Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine für das soziokulturelle Existenzminimum gewährleistende Transferleistung, die jedem Mitglied der Gesellschaft als individueller Rechtsanspruch ohne eingeforderte Gegenleistung gewährt wird. Jeder Bürger bekommt das Grundeinkommen ohne Bedürftigkeitsprüfung, unabhängig von Erwerbstätigkeit, von persönlichen Verhältnissen, Beziehungen oder Einstellungen. Ja, wie der Titel schon beinhaltet, den Begriff Bedingungslosigkeit. Das bedeutet konkret, dass jeder Bürger vom Staat ein Grundeinkommen erhält, ohne irgendwelche Gegenleistungen erbringen zu müssen und ohne Bedürftigkeitsprüfung oder Arbeitsverpflichtung. Ich habe euch Zitate mitgebracht von den Befürwortern und den Gegnern eines bedingungslosen Grundeinkommens. Die Zitate sind mit Buchstaben gekennzeichnet und ich habe die Quellen bewusst weggelassen, weil einige Zitate auch von Götz Werner stammen, damit das für euch nicht offensichtlich ist, dass es ein Pro-Argument ist. Und ja, ich bitte euch, euch in Gruppen aufzuteilen und ja, die Zitate zunächst nach Pro- und Kontra-Argumenten zuzuordnen. Und anschließend haltet bitte drei Argumente für jede Seite fest, die euch am meisten überzeugen. Und ihr habt 20 Minuten Zeit für die Gruppenarbeit und danach besprechen wir das Ganze im Plenum. Gibt es denn Fragen, Unklarheiten? Um halb circa fangen wir an mit der Plenumsbesprechung.